Die Qualitat bietet in drei verschiedenen Bereichen Dienstleistungen an. Das sind zum einen Dienstleistungen für die Qualitätssicherung im Nahrungsmittelbereich, zum Beispiel Rückverfolgung von Nahrungsmitteln. Wir sind auch zuständig für viele Dienstleistungen im Bereich der Kriminalistik. Hier stellen wir verschiedene Produkte her für forensische Labore. Und der dritte Bereich, in dem wir tätig sind, ist vor allem Klinik. Das heißt, hier geht es um klinische Diagnostik, um Patientenverwaltung, Erprobung neuer Medikamente. Das sind die Hauptgeschäftsbereiche der Qualitat. Und wir versuchen ständig, hier neue innovative Produkte zu entwickeln. Also bei uns sind die Mitarbeiter in Teams organisiert. Das heißt, die Teams organisieren einen Arbeitstag selbst. Die haben ihre eigenen Projektabläufe, die haben ihre Timelines, die sich selbst aufstellen und arbeiten dann gezielt jeder Mitarbeiter an bestimmten Projekten. Was uns immer wichtig ist, ist, dass nicht ein Mitarbeiter sein Leben lang am gleichen Projekt arbeitet, sondern bei uns wechseln die Mitarbeiter zwischen den Geschäftsbereichen, zwischen den Projekten. Und wir versuchen halt auch immer irgendwo die Stärken des Mitarbeiters auch mit dem zu kombinieren, was wir in den Projekten brauchen und auch ein bisschen natürlich auf die Interessen der Mitarbeiter Rücksicht zu nehmen, so gut das geht. Ich denke mal, das macht einen großen Teil unserer Dynamik aus hier in der Firma, dass wir keine starren vorgegebenen Hierarchien haben, sondern die Teams selbst, die mischen sich untereinander immer wieder neu, je nach den Fähigkeiten einzelner Entwickler und nach den Bedürfnissen in dem Projekt dann dort. Und es ist nicht so, wie es das zum Teil auch gibt, drei Entwickler und fünf Häuptlinge, sondern man hat zwei Ansprechpartner ganz nach oben, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ansonsten wird die Entscheidungsfindung im Team direkt vorgenommen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass ich hier jeden Tag eigentlich was dazulerne. Ich entwickle seit über 20 Jahren Software, aber trotzdem ist es so, dass ich jeden Tag irgendwo doch was Neues lerne. Gerade durch die abwechslungsreichen Themengebiete, die wir haben, sowohl fachlich als auch technologisch, ist es einfach ungeheuer spannend, was jetzt so abgeht. Es ist ganz einfach immer wieder diese Herausforderung an den Technologien. Und da lernt man halt quasi sowieso zwangsläufig jeden Tag was Neues. Und man kann nie alles, das ist völlig unmöglich. Und dann die Mittel und Wege zur Lösung von ganz unterschiedlichen Problemen, die sich da ergeben, das macht es eigentlich ganz spannend und halt das gute Gefühl, wenn man dann nach Hause geht und wieder mal einen großen Batzen geschafft hat, wo man vorher gar nicht dachte, dass es überhaupt geht, zum Beispiel. Wir suchen zum einen immer Entwickler, natürlich mit Erfahrung im Bereich Java. Hier suchen wir zum einen Leute, die frisch von der Universität kommen, die also bei uns auch noch sich weiter fortbilden. Das ist uns immer wichtig. Wir legen viel Wert auf die Ausbildung der Mitarbeiter. Das Zweite sind natürlich auch erfahrene Leute, die durchaus schon mal in der einen oder anderen Firma gearbeitet haben. Neben Entwicklern beschäftigen wir aber auch Biologen, weil wir haben natürlich sehr wissenschaftliche Fragestellungen und gerade im Team lösen diese beiden Mitarbeitergruppen das dann zusammen. Ein Bewerber kann sich insofern vorbereiten, dass er sich zumindest mal mit der Firma auseinandergesetzt hat und weiß, was wir tun und sich auch klar geworden ist, was er vielleicht bei uns tun möchte. Sonst erwarte ich eigentlich von einem Bewerber erstmal keine größere Vorbereitung. Und man sollte vor allem teamfähig sein, das ist für uns ganz wichtig. Also wir verstehen uns als ein großes Team, was zusammenarbeitet, projektübergreifend, die gesamte Firma. Nicht nur die Entwickler, auch alle anderen gehören dazu. Das ist ein großes Team und das ist uns auch wichtig, dass neue Leute sich in das Team integrieren können. Das, wo ich mir persönlich am stolzesten drauf bin, ist, dass wir jetzt in den 3,5 Jahren, wo ich Chef bin, kein einziger Mitarbeiter die Firma verlassen hat. Und das sage ich immer, es sagt das meiste über uns aus.